Ja, schöne Grüße aus Berlin. Kleines Erinnerungsvideo an die Politik. Bitte schafft wieder mehr Möglichkeiten und Chancen, Gleichheit bei Nachwuchstalenten, Visionären, Ideengebern, Gründern, Unternehmensgründern, weil es reicht langsam. Weil es reicht wirklich. Weil seit 2018 reicht's wirklich. Da ist ein jemand dabei, der will gerne was umsetzen, aber aufgrund eines Staatskorsettes sind die reichen Unternehmer, die reichen Investoren sehr, sehr zögerlich, weil sie nicht wissen, ob das, was wir dann tun, noch eine Planungssicherheit hat. Also, liebes Berlin, liebe Politiker, kommt mal ein bisschen wieder zur Besinnung. Ja. Und helft uns mal. Helft uns mal. Ja. Macht mal ein paar Dinge wieder möglich, damit angehende Leistungsträger in der Gesellschaft auch wieder Bock haben auf dieses Land. Auch wieder Bock haben zu gründen. Bock haben ins Risiko zu gehen. Bock haben neue Dinge auszuprobieren. Bock haben auch, wenn es sein muss, Samstag, Sonntag zu arbeiten. Deutschland hat 2022 so wenig Unternehmensgründer wie nie zuvor. Und das liegt nicht daran, dass wir keine Chancen in Deutschland haben. Das liegt einfach daran, dass du keine Planungssicherheit hast, dass du nichts planen kannst, dass du nichts machen kannst, nicht weißt, was wird in 2 Jahren, was wird in einem Jahr. Wird dann das Event abgesagt? Muss ich dann zahlen? Ja, da stehen wir gerade. Und das sind die Ängste der Leute, die kann ich verstehen. Deswegen mache ich dieses Video. Trotzdem für mich noch lange keine gute Ausrede, nicht zu machen. Aber bevor diese Situation hier nicht geklärt ist, was man planen kann, wie man es planen kann, mit wem, wann, da kann ich nichts tun. Da bleiben Ideen nur Ideen und es erinnert sich keiner an den, der nur eine Idee hatte. Es heißt, am Bundestag, könnt ihr nochmal lesen, könnt ihr hingehen, ja, dem deutschen Volke, das heißt nicht den Politikern oder den Interessen oder den Korruptionen. Es heißt dem deutschen Volke, Bürger wie mir, an erster Stelle, an erster Stelle. Und dann kommen die anderen. Kümmert euch um die Leute in Deutschland an erster Stelle. Sonst geht dieses Land bald uninnovativ, unkreativ, immer mehr den Bach runter. Weil so Nachwuchstalente, Gründer wie mir, die sich den Arsch aufreißen, die nicht gefördert werden. Und das ist ein absolutes Armutszeugnis für die Politik. Wir sind so stark, wir sind so industriestark, wir machen uns alles kaputt, weil wir einfach den falschen Menschen zuhören, weil wir die falschen Leute haben und das falsche Mindset. Die haben noch nie im Leben gearbeitet und schaffen Regeln, die für die Leistungsgesellschaft nichts bringt, gerade für junge Leute, nichts bringt, schlechte Voraussetzungen. Und die größte Last, ich sag's immer wieder, die größte Last, gerade die wir jungen Leute zu tragen haben, ist Ideen nicht zu verwirklichen, ist Potenzial nicht auszuschöpfen, Dinge nicht umsetzen zu können, weil man immer daran gehindert wird. Es gibt immer einen scheiß Grund. Trotzdem ist es für mich, aber für die, für mich ist es immer noch kein guter Grund, weil ich dafür brenne. Aber für jemanden, der das neutral betrachtet, der nicht so brennt wie ich für dieses Konzertprojekt, der sieht das natürlich anders. Aber trotzdem, auch dein Arsch wird irgendwann Falten haben. Meiner auch. Derzeit ist das egal, ob Pandemie, Corona, das ist alles scheißegal.
jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mal ein bisschen die Leute zu unterstützen, die was machen, die die Ärmel hochkrempeln, die was tun. Wo ist denn da der Support? Wo ist da der Support gerade? Ich merke seit mehreren Monaten gar nichts. Das ist doch mal im Gespräch, einen Kontakt weiter zu empfehlen. Hier, der ist engagiert, der macht. Hier, sprich doch mal mit dem. Darum geht's doch. Meine E-Mail beantworten und nicht mit, es rufen so viele Menschen an, wir können nicht jedem eine Chance geben für ein Gespräch, sondern, nee, du engagierst dich, okay, wir geben dir die Chance. Mal so und nicht andersrum. Die sehen das genauso. Hier, auch Bürger, Mutter, Kind, die machen sich auch Sorgen für die Zukunft. Ne? Die wollen, dass wir mal irgendwie planen können, irgendwas machen können. An erster Stelle wir. Und dann kommt irgendwelche anderen. Wenn es uns gut geht, können wir anderen Menschen helfen. Nicht anders. Ich kann nicht anderen Menschen Huckepack nehmen, wenn ich selbst keine Kraft habe. Das kotzt mich an. Es ist die Nachricht weiter zu empfehlen. Es ist den Kontakt weiter zu empfehlen. Es ist mal zu antworten. Mal von selbst die Initiative zu ergreifen, junge Menschen zu sehen und die auch zu fördern. Und nicht, wenn ich Events sehe, da könnte ich kotzen. Wo man hätte was bewegen können, wo die richtigen Leute wie mir nicht eingeladen werden. Da könnte ich kotzen, weil ich würde es tun, wenn ich merke, du hast ein Anliegen, du willst was, dann würde ich dich einladen, aus Loyalität. Ich würde dich einladen, weil ich weiß, wie es ist, mit nichts, ohne Geld, ohne Kontakte anzufangen, wie schwer es ist. Und ich gönne jedem da draußen, der mit Fleiß etwas erarbeiten will, den Erfolg. Tust du das auch? Also mach jetzt was.